Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Dieses Video soll dem Techniker helfen, die Welt der BWL besser zu verstehen. Ich habe es mal genannt, was der Techniker beim technischen Betriebswirt wissen muss, denn das ist seine oder ihre Begegnung mit dieser ganz anderen Welt der Betriebswirtschaftslehre. Er oder sie kommt aus der Welt der Technik und versucht sich jetzt in der Welt der Betriebswirtschaftslehre zurechtzufinden und wundert sich über einige Dinge. Und ich möchte hier mal einfach ein paar Dinge bewusst machen, die selten bewusst gemacht werden, weil kaum jemand die gedanklichen Prozesse da überhaupt richtig versteht. Und ich will mal skizzieren, auf der einen Seite, was in der Welt der Technik gilt, und auf der anderen Seite, was in der Welt der BWL gilt. So, und so, das Erste, was einem klar sein muss, ist, dass in der Welt der Technik ein eindeutiges Messsystem vorhanden ist. Eindeutig meint Problem, ich will etwas ganz Bestimmtes messen und habe dafür ein eindeutiges, spezifisch für diesen Zweck vorgesehenes Messsystem. Das heißt eindeutig. Ein eindeutiges Messsystem ist vorhanden. Wenn ich die Temperatur messen möchte, nehme ich ein Thermometer. Und kein Mensch käme in der Welt der Technik auf die Idee, irgendwas anderes zu nehmen. Wer ein anderes Messgerät an der Stelle nimmt, der hat was nicht verstanden. Also es ist ein eindeutiges Messsystem für die technischen Probleme sind vorhanden. Wenn ich wissen möchte, wie lang oder wie breit etwas ist, nehme ich ein Metermaß. Und kein Mensch käme auf die Idee, an der Stelle jetzt das Thermometer zu nehmen. Also es gibt ein eindeutiges Messsystem und dieses Messsystem ist unstreitig. Kein Mensch käme auf die Idee zu sagen, nee, das ist aber jetzt nicht das richtige Messsystem. Wenn du wissen willst, wie breit der Raum ist, dann musst du ein anderes Messsystem nehmen. Wir streiten nicht über das Messsystem in der Welt der Technik. Das Dritte ist, das Messsystem ist genau. Das Messsystem ist genau, teilweise bis auf Millimeter oder Bruchteile von Millimetern, weil man in vielen technischen Bereichen diese Genauigkeit braucht. Sonst funktioniert die Sache nicht. Dann klemmt irgendwas, irgendwas ist undicht, irgendwas läuft nicht so, wie es Qualitätsansprüchen entspricht. Das Messsystem ist also genau, teilweise sehr genau. Bis auf Bruchteile von Millimeter. Denken Sie an den Zahntechniker. Wenn der irgendwie einen Zahneinsatz fertigt, dann muss der auf Bruchteile von Millimetern gehen, weil sich das sonst subjektiv für den Patienten anfühlt wie ein Gebirge, na, was er da im Mund dann fühlt. Und sein Wohlbefinden entsprechend beeinflusst. Deswegen ist hier hochgradige Präzision erforderlich. So, und wenn man nun aus dieser Welt kommt, dann ist es zunächst einmal sehr ungewöhnlich, dass in der neuen Welt der BWL alle diese Dinge hier nicht gelten. Und das ist nach meiner Einschätzung eines der Hauptgründe, warum der Techniker, der den technischen Betriebswirt machen möchte, am Anfang in extrem starke Verwirrungszustände kommt, es sei denn, jemand, ein Lehrer, eine Lehrerin, ein Dozent, eine Dozentin versteht diesen gedanklichen Prozess und weiß entsprechend zu vermitteln. Sehr, sehr selten der Fall, aber ich will nicht ausschließen, dass es das gibt. Denn in der Betriebswirtschaftslehre gibt es eben kein eindeutiges Messsystem, sondern wir haben ein Problem P. Und dann fragen wir uns, sollen wir mit dem Instrument 1 da rangehen, mit dem Instrument 2, mit dem Instrument 3,
Ja, das ist das Problem. Ja, das Problem ist, welches Instrument wählen wir denn jetzt hier? Was ist das richtige Instrument? Instrument 1, Instrument 2, Instrument 3. Wir haben also keine eindeutigen Messsysteme und wir haben auch in den allerseltensten Fällen eindeutige Lösungsmodelle. Ja, also kein eindeutiges Messsystem, bitte hier ein bisschen allgemeiner verstehen, keine eindeutige Lösung. Das Problem ist, wie breit ist der Raum? Dann hat der Techniker die eindeutige Lösung durch sein Maßband, das er dann richtig anwendet. Ja, auch das ist zum Beispiel eine Sache. Das Messsystem ist unstreitig, das Messsystem ist genau und die Anwendung ist auch unstreitig. Man kann hier Fehler machen, wenn man das Maßband nicht richtig ansetzt. Das sind so Anfängerfehler, die der Lehrling vielleicht macht. Aber wie es richtig sein muss, ja, dass man nicht schräg messen darf, ja, zum Beispiel, wenn man die Breite eines Raumes ermitteln möchte, das ist unstreitig. In der Betriebswirtschaftslehre gibt es keine eindeutigen Messsysteme. Es gibt keine eindeutige Anwendung und die Messsysteme selber sind diskussionswürdig. Ja, das muss man einfach verstehen, dass auch die Messsysteme manipulationsanfällig sind. So kann man es vielleicht am besten auf den Punkt bringen. Denn wenn ich hier links sage, das Messsystem ist genau, dann heißt das auch, dass das Messsystem unmanipuliert ist. Unmanipuliert, das heißt, das Ding ist geeicht. Na, und so weiter, und das wird dann auch überprüft, Wagen werden überprüft, weil man natürlich da leicht betrügen könnte und so weiter und so weiter, haben wir in Deutschland, speziell in Deutschland, hohe Genauigkeit entwickelt, damit eben solche Messgeräte nicht manipuliert werden. Wir können also in der Regel davon ausgehen, dass das, was das Messgerät uns zeigt, das Richtige ist. In der BWL sind die Messgeräte manipulierbar. Ja, also hier ist der Kontrast. Die Messgeräte sind manipulierbar. Sie können an den Schrauben eines Messgerätes drehen und kommen zu einem ganz anderen Ergebnis. Ja, jetzt könnte man sagen, kann man im Bereich der Technik, könnte man das auch machen. Aber da ist es eben nicht vorgesehen, sagen wir es mal so. Ja, oder es geht in dem Bereich dann schon wirklich Betrug oder völlige Realitätsverzerrung. Während das in der Betriebswirtschaftslehre durchaus üblich ist. Also man wendet das gleiche Messgerät an, dreht aber die Schrauben sich ein bisschen anders zurecht und kommt zu einem anderen Ergebnis. Und das ist normal. Ja, in der Technik wäre das nicht normal, dass man am Thermometer rumschraubt. Könnte man auch. Aber das wäre natürlich dann wirklich eine Manipulation im illegalen Sinne. In der Betriebswirtschaftslehre ist das Manipulieren normal. Denken Sie an das Coring-Modell. Da geht es um die Kriterienauswahl, das ist der allererste Schritt. Wenn Sie ein wichtiges Kriterium weglassen, haben Sie am Anfang schon mal einen entscheidenden Fehler gemacht. Und der Rest kann dann alles richtig gerechnet sein, trotzdem ist das Ergebnis sehr mit Vorsicht zu genießen. Oder Sie drehen an den Gewichtungsfaktoren, Sie drehen an den Punktwerten, die Sie vergeben und. Und sie kriegen andere Ergebnisse. So ein Scoring-Modell kann man quasi beliebig so drehen, dass das Ergebnis rauskommt, das man haben möchte. Es gibt also in der BWL kein eindeutiges Messsystem. Die Messsysteme sind manipulierbar und das ist nicht illegal, sondern man kann Dinge so oder so sehen. Irgendwann übersteigt man Grenzen, da wird es auch absurd, klar. Aber die Grenzen sind relativ weit. Ja, und das ist eines der entscheidenden Verständnisprobleme. In der Technik, ich bringe es mal auf den Punkt, ist 2 und 2 immer 4. In der Betriebswirtschaftslehre ist 2 und 2 auch manchmal minus 7 oder plus 9. Ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied auf den Punkt gebracht. In der Technik ist 2 und 2 immer 4. In der BWL ist 2 und 2 fast nie 4, sondern manchmal minus 7 und manchmal plus 9. Ja, was immer. Denken Sie an Bilanzen, denken Sie daran, die Spielräume, die man nutzen kann.
Die gleichen Zahlen und jemand anders wendet andere, zwei Personen A und B haben die gleichen Zahlen, wenden aber unterschiedliche Messinstrumente an und kommen zu unterschiedlichen Bilanzen. Und das ist bis zum gewissen Grad noch nicht mal illegal. Also diese Ungenauigkeit, ich habe irgendwo mal geschrieben, hier sehr genau, ja, sind wir also hier ungenau. Wir sind in der Betriebswirtschaftslehre ungenau und zwar vom Prinzip her. Ja, es gibt auch hier den Punkt, wenn man hier, dass man nicht vom Hundertsten in Tausende gerade geht, was, wie ich beschrieben habe, der Zahntechniker machen muss. Der Betriebswirt macht es gerade nicht, weil er sagt, wenn ich jetzt vom Hundertsten noch ins Tausendste gehe, dann ist das so aufwendig, diese ganze Rechnerei und das Messen und das Wiegen und das Zählen und das alles, sodass ich mit einem gewissen Grad der Ungenauigkeit ganz bewusst arbeite. Man nennt das Grundsatz der Materiality. Grundsatz der Materiality. Ja, du sollst nicht vom Hundertsten ins Tausendste gehen, wenn du deine Zeit verschwendest und eine kleine gewisse Erhöhung deines Genauigkeitsgrads erreicht, sie aber ökonomisch nicht zu vertreten ist. Ja, hier kommt also beim Messen in der Betriebswirtschaftslehre kommt der ökonomische Aspekt mit rein, während der Techniker sagt, ich muss wissen, wie breit der Raum ist. Ja, da kann ich jetzt nicht überlegen, wie viel Kraftanstrengung ich verwenden muss, um die Breite zu messen. Ich muss das machen. In der Betriebswirtschaftslehre müssen wir das jetzt wirklich so ganz genau wissen. Reicht es nicht, wenn wir ungefähr mit dem dicken Daumen arbeiten? Ja, das ist also Ungenauigkeit als Prinzip. So könnte man es sagen. Ich hoffe, das hilft. Ich hoffe, das hilft den Technikern vor allem, die Welt der BWL ein bisschen besser zu verstehen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.